Toll, so. Und dann warten wir jetzt einfach, bis wieder Tag ist. Und dann, obwohl wir könnten es... Nee, versuchen wir jetzt. Wobei die über Nacht wesentlich aggressiver sind wie tagsüber. Wir müssen so... Jawohl. So. Was ist das? Ah, okay, doch nicht. Ich dachte, das können wir irgendwie aufheben, aber nein, okay. Der Hammerhai, das einzige Tier, das uns bis jetzt noch nichts getan hat. Also, das uns was von den Tieren, die uns das antun können. Bis jetzt das einzige Tier, das uns noch nichts getan hat. Ich freue mich. Vielleicht sind sie ja doch etwas netter gesinnt. Ich bin gerade ein kleines bisschen angespannt. Aber auch nur ein bisschen. Oh Gott, Alter, wir können da so viel Kappa einfach mal holen. Noch in die Richtung, okay. Ist er wieder da? Und dann laufen wir gerade mal in die Richtung. So. Messer haben wir jetzt nicht dabei. Scheiße. Das sind nur die, okay. Nur. Boah, Alter. Was ist eigentlich mit dem hier? Können wir da mal kurz reingucken? Gut, wir hören dann zischen, wenn wir angegriffen werden. Ich bin gerade etwas angespannt. Es hört sich nicht wirklich weit. Oh Gott. Alter. Wir schaffen es noch, wir schaffen es noch, wir sind gut. Wir schaffen es noch. Ja, wir haben es geschafft. Okay. Können wir jetzt eigentlich auch irgendwie wieder hoch? An die Oberfläche. Der Scheiße. Ah! Okay, gut, das andere auch noch. Ist irgendwie lustig, wobei, naja. Naja. Und es ist wieder Tag. So. Was ich tatsächlich feiern würde, ist so ein Spiel, wenn du einmal stirbst, kannst du von vorne anfangen. Kannst du wieder ganz von vorne anfangen. Einfach ein Survival-Spiel. Ich glaube, bei Forest. Bei Forest ist es so. Wenn du bei Forest stirbst, also von den Kannibalen getötet wirst, dann ist dein Spiel um. Dann kannst du komplett neu anfangen. Wenn du jetzt aber von Eingeborenen getötet wirst, dann kommst du, glaube ich, zuerst in deren Höhle. Und dann wirst du, und wenn du dann nochmal stirbst, dann bist du tot. Dann bist du richtig tot. Lassen die Tiere eigentlich auch mal nach? Also wenn der uns jetzt angreift, lässt er dann auch irgendwann mal wieder locker oder verfolgt er uns bis zu unserem Tod oder wie? Ich weiß es gar nicht. Oh, das ist ein bisschen weit entfernt, das könnte ein bisschen knapp werden. Aber naja, gut, wir haben Zeit. Da müssen wir halt nur gucken, dass wir relativ oben bleiben. Relativ weit auf unserer Ebene bleiben. Okay, noch 50 Meter können wir noch tief. So. Gott, wenn die Dinger erst hier anfangen, dann will ich gar nicht wissen, wie tief es da runter geht. Na gut, irgendwie werden wir es schon schaffen. So und so. Ja gut, wir haben eine Taschenlampe. Merke ich ja jetzt erst. Und dann bringen wir es gerade mal ganz kurz hier hoch. Die Richtung.
Damit wir möglichst wenig auf dem Boden sammeln müssen, sind einfach so schnell wie möglich. Alter! Ja gut, das kennen wir alle schon. Hier unten leben also die Oktopusse. Ah, okay, ja. Ja, Alter! Einsteigen können wir, kann ich hier auch irgendwie da einsteigen. Boah, Alter, geil! Ja! Ja, wir haben es geschafft! Alter, wie geil! Ich freue mich. Okay, dann können wir jetzt... Ich sehe gerade überhaupt nichts. Gehen wir wieder. Huch. Ah, hier sind wir. Okay. Ich glaube, ich weiß, was wir jetzt machen. Wir bleiben jetzt am Leben. Also wir überleben jetzt sozusagen. Ich muss gerade mal ganz kurz schauen, wo sind wir denn? Okay, das heißt einfach immer wieder weiter in die Richtung. Okay. Und dann behalten wir das U-Boot einfach bei uns. Ich meine, beenden können wir es jederzeit. Wir müssen einfach nur in die Oberfläche schwimmen, soweit ich weiß, und dann ist es beendet. Das heißt, wir könnten jetzt rein theoretisch so lang wie wir wollen nach unten bleiben. Und die Häuser ausbauen und haben jetzt halt das U-Boot. Boah, Alter, ich freue mich. So. Oh. Ich wollte ja eigentlich runter. Wo ist denn unser Haus, verdammt? Hier. Jetzt müssten wir eigentlich gleich da sein. Und wir sind da. Können wir das U-Boot eigentlich auch irgendwo parken? Raus können wir auch. Bleibt das U-Boot jetzt da stehen? Es schwimmt nur im Kreis. Okay, das U-Boot bleibt tatsächlich da stehen. Boah, wie geil! Huch, wir können ins U-Boot gucken. Boah, wollte ich eigentlich gar nicht. Ich freue mich ja. Boah, nice. Eindeutig könnten wir das U-Boot aber auch auf dem Dach packen, oder? Hihi, geil. So. Würde ich vorschlagen, dann lasse ich einfach mal euch entscheiden, was wir machen. Schreibt einfach in die Kommentare. Entweder wir schwimmen nach oben, dann ist das Spiel vorbei. Oder aber wir spielen jetzt einfach weiter und behalten das U-Boot halt sozusagen. Einfach in die Kommentare schreiben bei Facebook oder auch YouTube, also bei Facebook da in diese Benachrichtigung auf meiner Seite. Oder aber in YouTube unter das Video. Dann sage ich einfach mal danke fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Tauchgang. Tschüss.